Herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und ich freue mich, dass ihr mein Video anschaut. Heute möchte ich euch ganz gerne was über eine ganz besondere Pflanze erzählen, über eine Murdania, Murdania loriformis, auch Pekinggras genannt. Also ihr kennt sie vielleicht, also wenn die so sieht, ist jetzt so von der Optik nichts Außergewöhnliches, aber unter der Bezeichnung Pekinggras ist sie tatsächlich hierzulande bekannter. Und die so ein bisschen ja, fast unscheinbar aussehende Pflanze, das ist eine der ältesten Heilpflanzen der Welt. Die wird seit Jahrtausenden in der thailändischen Medizin verwendet. Und es ist kein Hokuspokus, dass man sagt, ja, mein Gott, gut, wer weiß, was sie da vor 5000 Jahren da irgendwie gemurkst haben. Auch die, ich sag mal, die westliche Medizin beschäftigt sich mit dieser Wirkungsweise dieser Pflanze. Weil seit über 40 Jahren sind auch dahingehend Forschung, um zu gucken, wie weit man die halt auch hierzulande irgendwie einsetzen kann. Und dieser Pflanze, der wird nachgesagt, dass sie halt unglaublich stimulierend aufs Immunsystem wirkt. Also diese Pflanzenteile, die Blätter hier, die, wenn man die verzehrt, die stärken das Immunsystem, was dann halt auch weiterführend verwendet wird, zum Beispiel in der Krebstherapie, zur Senkung des Blutzuckerspiegels, bei chronischer Bronchitis. Passt jetzt nicht so wirklich zusammen, aber es wird bei chronischer Bronchitis werden diese Blätter eingesetzt. Also das ist so. Auch bei, wenn man so seelisch unausgeglichen ist, dagegen soll halt auch der Verzehr von diesen Blättern sehr gut wirksam sein. Und die werden tatsächlich gegessen. Also so ein Murdania-Blatt, das ist nicht so geeignet jetzt so für zur Herstellung von Tee oder irgendwas. Die isst man tatsächlich so. Also man kann sie... Man kann sie so direkt von der Pflanze so abmachen und essen. Schmeckt ein bisschen so wie eine Erbsenschote. Also würde ich so im Entferntesten so mit einer Erbsenschote irgendwie vergleichen. Es ist recht schwierig, ihr irgendeinen Eigengeschmack dazu zuzugestehen. Mich erinnert es an Erbsen. So. Und deswegen kann man die halt auch sehr schön so für Salate nehmen, für grüne Smoothies. Also diese Blätter da reintun einfach in Smoothies. Oder für Quarkspeisen, so Kräuterquark halt, für Dips. Einfach aufs Brot legen. Also wo man ganz gerne sagt, okay, ich möchte so einen erbsigen Geschmack da haben, irgendwie passen die da ganz wunderbar rein, diese Blätter. Und diese Pflanze, die ist halt nicht winterhart. Deswegen habe ich sie in so ein Töpfchen hier gleich gepflanzt, weil man kann sie im Sommer draußen stehen lassen, aber sie ist auch so bezüglich der Pflege auch recht, ja, sag ich mal, anspruchsvoll, wäre übertrieben, aber man muss so ein bisschen drauf achten. Also sie möchte sehr gerne viel gegossen werden, sie mag aber wiederum keine Staunässe. Sie mag es ganz gerne sonnig, sie mag es auch nährstoffreich, aber sie mag auch nicht wieder zu viele Nährstoffe. Sie braucht ja durchlässige Erde. Es ist schwierig, da schon mal ein passendes Plätzchen im Garten zu finden. Und da, also zumindest in meinem. Vielleicht habt ihr ja Gärten, wo das ganz gut geht. Bei mir geht es nicht. Und dann vor allem die fehlende Winterhärte. Also diese Murdanias, die mögen das nun überhaupt nicht, wenn es kalt ist. Also vertragen sie nicht, wollen sie nicht und die werden dann eingehen. Und das wäre insofern schade, weil wenn sie nicht eingeht, dann wird die natürlich alt und sie wird groß. Also so ein einzelnes Blatt kann bis zu 30 cm lang werden und die Pflanze an sich kann auch so 1 Meter, 1,20 Meter kann die werden. Sie wächst allerdings weniger dann in die Höhe als so eher kriechend. Also wenn sie in der Erde, in freier Natur irgendwo in ihrer asiatischen Heimat da wachsen würde oder wächst, dann kriecht sie über den Boden. Ansonsten, wenn man sich hier so kultiviert, wird sie irgendwann anfangen, ihre Triebe runterzuhängen. So, dann wird sie so buschig und die Triebe hängen. Und das sieht dann auch sehr, sehr schön aus. Und das Gute daran ist, dass sie sich auch tatsächlich als Zimmerkulturpflanze eignet. Sie kann ganz wunderbar im Haus kultiviert werden, ein warmer Standort. Und da sie nicht giftig für Tiere ist, müssen sich auch Hundehalter, Katzenhalter oder Leute mit hier Wellensittichen, Kanarienvögeln, Hamstern, müssen sich da auch keine Sorgen machen. Die können sie einfach bei sich kultivieren. Das ist natürlich auch doppelt praktisch, weil wenn man da mal so ein gesundes Blatt essen möchte, muss man da nicht ständig in den Garten rennen. Also hat alles seine Vorteile. Und damit sich halt keine Staunässe bildet, habe ich mich jetzt für so ein Pflanzgefäß entschieden. Also ich finde die sehr, sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Die haben hier so ein... Kennt ihr bestimmt aus der Hydrokultur. Wir haben hier so einen Wasserstandsanzeiger. Das heißt, hier wird immer gegossen. Und so sehe ich, dann kann ich immer sehr, sehr gut erkennen, ob die Erde noch feucht genug ist. Nicht, dass sie plötzlich austrocknet und dann auch wieder unglücklich ist. Und ja, Staunässe kann sich hier nicht ergeben, weil A ist hier unten eine Drainage drin. Und B ist das hier so Topf in Topf. Also es ist hier, wenn man hier sich das so anguckt, wie aus dem Bereich der Hydrokultur. Es fließt dann einfach nur in diesen Übertopf rein. Also da kann auch nichts passieren. Und da dürfte eigentlich einer perfekten Kultivierung nichts im Weg stehen.
So von April bis September gelegentlich düngen, so ein bisschen Kräuterdünger kann ihr dann nicht schaden, das mag sie dann ganz gerne. Oder vielleicht auch Pflanzenjauche, wenn man welche hat, aber halt auch in verdünnter Form, also wirklich sehr verdünnt, dass es dann nicht so extrem ist. Da freut sie sich drüber. Geschnitten werden muss sie so in eigentlich nicht, weil ja die Blätter geerntet werden zum Verzehr. Oder außer jetzt natürlich, wenn mal aus Versehen ein Blatt vielleicht braun wird oder gelb oder nicht mehr so schön aussieht, dann kann man das dann ganz gut abschneiden. Und wenn sie richtig kultiviert wird, dann bringt sie irgendwann so violette Blüten hervor. Also das kann im Sommer passieren, das kann auch durchaus mal in den Herbst- oder Wintermonaten passieren. Es ist also bei sich in ihrer Heimat, da blüht sie im Sommer tatsächlich. Vielleicht mit etwas Glück wird sie es hier auch tun. Also ich bin gespannt, wie sie sich entwickelt. Und ich freue mich, dass es so viele ungewöhnliche Pflanzen gibt, die, ja, so ein Alpenveilchen oder so kennt jeder, aber solche Gewächse sind ja dann doch eher so etwas Spezielles. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch irgendwelche Erfahrungen mit der Modania gemacht habt und wenn ihr die unten in die Kommentare schreiben würdet und sie mit uns allen teilen, damit wir dann ein großes Wissen anschaffen können gemeinsam. Würde mich freuen. Und genauso freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal liked und also beziehungsweise abonniert und mein Video liked und wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut.